Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Tja, wir müssen jetzt Ronaldo ersetzen, der im letzten Spiel ja leider vom Platz geflogen ist. Und deswegen, da wir jetzt eh gerade dabei sind, das Bayern-Team aufzubauen, dachte ich mir, kaufen wir Benatia. Das war ja eh schon so unser Plan. Nein, nicht Benzema. Der wäre zwar nicht schlecht, würde aber nicht in unser Team reinpassen. Ja gut, den gibt's günstig zu haben. Schauen wir mal, wie günstig. Natürlich, je günstiger, desto besser. Okay, der hat keine Verträge mehr. Das müsste dann nicht sein. Da zahle ich gern 500 mehr. Dafür hat er noch ein paar Verträge mehr. Okay, dann brauche ich nicht so hoch zu gehen. Da reicht vielleicht 1100 schon. Nein. Dann 1200. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Auswahl. Dann nehmen wir den hier für 1200 mit und packen den mal in unser Team rein. Und zwar können wir dann hier mal jemanden austauschen, den wir absolut nicht mehr brauchen von der Reserve. Und den können wir eigentlich gleich verkaufen, so zack, weg. Und wenn wir gerade schon beim Spieler kaufen sind, können wir eigentlich. Na, ich gucke erstmal, ob ich irgendwie Fitness für mein Team brauche. Ich sollte nämlich immer einen kleinen Geldpuffer haben, weil sonst geht es uns wieder so, dass wir Fitness bräuchten, aber keine haben. Das wäre dann echt doof. So, dann spielt Benatia jetzt mal für ein Spiel. Bis Naldo wieder am Start ist. Und ja, das war's soweit schon von der Teamaufstellung. Irgendwann kaufen wir dann hier noch Coman. Der hat nämlich 92 Tempo, 81 Schießen, passen 71, der hat Hazard 77. Ah ne, warte mal, das sind die Dribbling da. Das ist nicht so, wie es auf der Karte steht, so wie es jetzt da links steht. Aber auf jeden Fall, na, ich guck mal kurz. So, weil Coman hat 92 Tempo, Dribbling 1 schlechter, also 81, Schießen 71, wobei das bei Coman ja nicht so wichtig ist. Die Defensive 19, das ist ja auch nicht so wichtig. Passen allerdings 69 und Physi 53. Aber allein schon wegen dem Tempo wäre Coman, glaube ich, da zumindest jetzt zeitweise, bis wir irgendwann vielleicht mal Ribéry kaufen können, echt guter Spieler. Und ja, vorne Lewandowski wäre natürlich ein Träumchen, hier Vidal auch. Aber dazu braucht man noch ein bisschen mehr Geld. Jetzt erstmal so das Team. Ich finde es nicht schlecht und ich würde sagen, wir legen los und guck mal, dass wir weiterkommen. Wir haben jetzt drei Spiele gewonnen und drei verloren. Das eine verlorene, wie gesagt, war schon vor der Saison, bevor ich wieder angefangen habe mit dem Let's Play. Und dann schauen wir mal, was jetzt im insgesamt sechsten Spiel in Staffel 2 ist das übrigens. Rauskommt. Ich habe am Anfang angefangen und dachte, es sei Staffel 3. Ich bin da durcheinander gekommen. Ich habe in FIFA 15 Ultimate Team zwei Staffeln gemacht und jetzt in FIFA 16 ist es auch die zweite Staffel. Bei der dritten sind wir noch nicht ganz. Er will nicht gegen uns spielen. Das ist okay. Gibt sicher noch jemand anders, der da spielen will. Schauen wir mal. Nein, er schon wieder. Er will jetzt spielen oder? Nein, will er nicht. Ich hoffe, es gibt noch jemand anders hier in der Sitzung, weil ansonsten wäre es echt doof, weil ich habe jetzt gerade nur ein kleines Zeitfenster, wo ich, in dem ich drei, vier Parts aufnehmen könnte. Und wenn ich jetzt nicht aufnehmen kann, weil niemand gegen uns spielen will, dann wäre das echt doof. Okay, da haben wir jemand. Sehr schön. Der will auch gegen uns spielen, das finde ich gut. Und jetzt hoffentlich noch drei Punkte gegen das Team so von allgemein her. Es ist nicht schlecht, aber es ist machbar. Es ist kein Überteam. Solange der andere jetzt nicht unbedingt mega stark ist, dann könnte das möglich sein. So, wir legen los. Gündogan und Ramos eröffnen die Partie. Upsi, sowas sollte ich vermeiden. Vor allem, weil er Sterling auf der Seite hat und der echt schnell ist.
Costa. Gündogan. Oh, schade. Kriegt ihn nicht schnell genug kontrolliert da im 16er. Ansonsten wäre das gar keine schlechte Chance gewesen. Ich muss jetzt auch erst wieder reinkommen, wie gesagt. Oh, oh, ist der erste Part in der Aufnahmesession. Da ist Zuru. Na, oh, ärgerlich, dass Hazard da in den Weg rennt, gibt Eckball. Das erste Spiel von Benatia jetzt also. Mal schauen, wie er sich so schlägt. Und Benaglio hat ihn. Hazard. Ramos, sehr schön. Götze. Und da kommt Gündogan. Ach, kommt nicht mehr dran. Fehlt kleiner, halber Fuß. Hat gefehlt. Dann wäre Gündogan da noch dran gekommen. Da ist Benatia. Die 15 gekriegt, muss ich auch mal umändern, dass er die 5 kriegt, wie bei Bayern. Götze kommt da nicht dran. Oh, nett. Komm schon. Ramos. Nein. Schade. Da fehlt nicht viel. Hätte ich mehr draus machen können, wenn er ihn den, wenn er den Ball schon so herschenkt. Aber gut. Zum Thema Chancenverwertung könnte ich ja sowieso ein Lied singen. Manchmal geht da echt alles rein und manchmal klappt gar nichts. Benatia, da muss er ran, kommt nicht, aber Rafinha passt auf. Gündogan. Oh, Pass kommt nicht durch auf Götze. Götze, Costa. Sehr schön, da ist nochmal Götze. Vorbei, ja, im zweiten bleibt er hängen und schade. Und da muss ich eben aufpassen, dass ich die Konter unterbinde. Oh, Rafinha ganz stark. Kriegt den Fuß noch dran, das war wichtig. Und jetzt kann ich kontern, wenn der Ball ankommen würde. Aber er lässt ihn durch. Thiago. Auf Ramos. Der kommt ein bisschen zu steil. Schade. Ja, ich bin noch nicht ganz wieder drin. Aber es sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wir haben ein paar Chancen nach vorne. Und jetzt müssen wir die mal noch so ausspielen, dass da auch ein Tor draus werden kann. Gefährlich. Gefährlich. Yo. Gerard kommt da durch, aber Benaglio macht die Finger dran. Weg damit. Benaglio. Na, der war doof so. Das darf ich nur so machen, wenn Ramos den auch kriegt. Thiago. Götze, wieder Thiago. Na. Oh, oh, gefährlich. Benaglio passt auf. Rafinha. Costa, Götze, wieder Costa, sehr schöner Spielzug. Komm, Costa, na, wenn er halt mit seinem Tempo erst aufnehmen muss, dann wird es gefährlich, aber so bis jetzt. Ja, komm, gib ihm dann noch Gelb. Sehr schön. War von ihm ziemlich unnötig, da noch so reinzugehen. Kriegt er nämlich eh nicht mehr. Und dann muss er jetzt aufpassen, wenn er das Spiel mit 11 Mann beenden will. Oh, ich dachte eigentlich, Rodriguez spielt zurück zu Benaglio. Das war so nicht geplant, dass er denn da quer durchspielt. Aber da muss ich echt mega aufpassen. Bis jetzt steht meine Abwehr gut. Das ist auch wichtig so. Weil der spielt dann die Gassenbälle da durch. Und das ist dann echt gefährlich. Götze setzt sich durch. Sehr schön. Götze. Ah, Kompany trifft den Ball leider. Aber gute Chance. Ich wollte noch durchlaufen bis zur Grundlinie und dann zurücklegen auf Ramos, der glaube ich mitgelaufen war. Aber Götze macht ein gutes Spiel. Costa. Ah, Götze läuft weg. Das scheint sich anzubieten. Juru. Kein Abseits von Rafinha. Da kommt Götze mit dem Kopf. Gar nicht so schlecht dafür, dass er eigentlich kein guter Kopfballspieler ist. So. Ah. Gündogan. Ach, der. Das klappt nur, wenn Götze den genau da, wo er an ihm vorbeigeht, an- und mitnehmen kann. Dann klappt das. Aber meine Abwehr steht bis jetzt felsenfest. Das finde ich sehr schön.
ich darf da nicht zu viel versprechen, nicht, dass es genau dann schief geht, wenn ich sie mal lobe. Die Abwehr, Gündogan, der sollte gar nicht zu Ramos, sondern zu Götze. Gibt aber einen für mich, Hazard macht sich da bereit. Ramos kommt erst einen Schritt und dann geht er wieder. Das war gerade ein bisschen doof. Benatia gegen Boni. Oh, oh, oh. Benaldo rettet mir gerade den Arsch. Stark gehalten, das Ding. Alter, Benaldo läuft gerade wieder zur Höchstform auf. Kratzt auch den da noch raus. Stark gemacht. Thiago. Und Ramos. Ramos gegen Zabaleta. Boah, genau dann, wo ich zurückziehen wollte, verliert er den. Costa. Boah, im letzten Moment noch geblockt. Jetzt muss ich hinten aufpassen. Rodriguez ist da. Sturridge ist zu schnell. Boah, und trifft zum Glück nicht. Gefährliche Sache. Vorne die gute Chance. Und dann gleich der Konter. Costa. Gündogan, da liegt noch einer rum von ihm. Götze. Und Ramos. 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 Trifft ihn nicht. Gut. Schade. Wäre eine gute Chance gewesen. Oh oh. Gefährlich. Ganz gefährlich. Und Halbzeit zum Glück. Also gute Chancen auf beiden Seiten. Ich muss auf seine Konter aufpassen. Die sind mega gefährlich. Und wenn er die mal vernünftig zu Ende gespielt hätte, dann wird es hier auch schon 2-0 oder so für ihn stehen. Ich hatte auch ein paar Chancen. Und irgendwie ist meine Stimme gerade nicht ganz so auf der Höhe. Aber egal, wir machen weiter. Gegen Pyro FC. In der Hoffnung, da in der zweiten Halbzeit 3 Punkte draus werden zu lassen. Ramos. Und letzten Endes auf Thiago. Thiago. Oh, bekommt ihn fast wieder. Da muss ich auch aufpassen. Wenn da ein Innenverteidiger rausrutscht, dann muss ich den Ball auch haben. Sehr schön. Wieder Ball bei Thiago. Der sollte aber eigentlich lieber in die Mitte und Costa da außen machen lassen. Rodriguez passt auf, gut gemacht. Götze, Costa. Immer noch Costa, ganz außen rum. Jetzt mit dem linken Fuß, Costa. Und Joe Hart hat ihn. Und Götze, komm. Hazard verteidigt mit. Rodriguez geht jetzt nach vorne. Hallo? Haut und Rodriguez aber mal richtig um. Gelb. Gegen Daily Blind. Da kommt Ramos nicht dran. Und Churu ist schnell genug, um den dann noch rauszukratzen. Thiago. Gündogan. Hazard. Nochmal Thiago, nochmal Hazard. Und Einwurf. Thiago, Gündogan. Ramos, Götze. Wieder Ramos. So, schade. Wird da abgeblockt. Gündogan. Die Mittelfeldpassmaschine. Götze. Ramos in die Mitte, da kommt Götze. Nein, Latte. Gibt's doch nicht. Komm, jetzt kein Kontergegentor, das wäre echt ätzend. Churu, passt auf. Puh. Ramos. Jetzt der Pass auf Götze. Götze. Das gibt's doch nicht. Das Spiel will mich doch verarschen. Götze an die Latte, Götze an den Posten, der kommt wieder zurück. Was ist denn hier los?
Mann. Jetzt geht gleich die Rage-O-Mania wieder los. Nicht WrestleMania, sondern Rage-O-Mania, Mann. Gibt's doch nicht. Wenn er am Ende 1-0 gewinnt, dann schmeiß ich meinen Controller weg. Ich sag's euch. Das war so klar. Alter, zum Glück hat der... Zum Glück macht er keine seiner Chancen rein. Weil ansonsten wäre das echt ein mega bitteres Spiel für mich. Hinten muss ich jetzt natürlich weiter konzentriert verteidigen. Und nach vorne mal gucken, dass ich da das Tor mache, weil inzwischen wird es längst überfällig. Nach den zwei Riesenchancen von Götze, die beide partout nicht rein wollten. Echt unglaublich. Ramos vorbei. Dann kommt Kompany vorbei, zurück. Nein, nicht sein Ernst, Götze, Mann! Die dritte Riesenchance. Und wieder nicht. Also ich habe nicht auf Pause gedrückt, sondern mein Gegner. Mann, das gibt's doch echt nicht. So eine Riesenchance, und Götze lässt ihn durch die Beine rutschen, statt dass er ihn annimmt und reinhaut. Götze vorbei. Ein Haken zu viel. Ganz stark von Rodriguez. Holt den Ball wieder, Thiago. Haha, Kompany mit der Grätsche blockt. Joe. Hazard kriegt er noch. Boah, nimm ihn doch an, Junge. Mann, er wechselt. Snyder für Gerrard. Mkhitaryan für Blind. Und Diarra für Sterling. Hui, hui, hui. Das ist ein Spiel der liegen gelassenen Chancen. Also bei mir drei Großchancen, bei ihm auch so um den Dreh rum. Das ist echt unglaublich. Wenn die Effektivität hier hochgehalten wird, steht es am Ende hier 3-3 oder so. Ramos, Thiago. Nochmal Thiago, Thiago. Boah, immer irgendeiner im Weg, das gibt's doch nicht. Dass da mal ein Schuss durchkommt, aber nein. Costa. Oh, kommt da nicht durch, aber der... Oh, kommt fast noch zu Ramos. Also entweder das hier 0-0, das absolut kein 0-0 hätte werden müssen. Oh, Costa und wieder ein Fuß dazwischen, das gibt's doch nicht. Komm jetzt, Eckball. Gündogan kommt nicht dran, Götze kommt auch nicht dran, jetzt ist gefährlich. Giroud eigentlich gut dazwischen und dann... Alter, habe ich ein Glück. Also, hier werden reihenweise Chancen liegen gelassen und die Torwarte halten alles, slash die Verteidiger grätschen es noch weg. Da kriege ich noch einen Freistoß. Jetzt zieht rot. Das ist absolut, glaube ich, nicht angebracht. Aber. Tja. Da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Was der Schiri macht. 90. plus 3. Und es gibt maximal noch einen Angriff. Götze! Und wieder irgendein Fuß dran. Das gibt's doch echt nicht. Nein! Gündogan. Letzte Chance. Was mache ich? Nein! Das gibt's doch nicht. Wie knapp ging der denn vorbei? Krass. Ein Spiel der echt liegen gelassenen Chancen. Sowas hatte ich ja auch noch nicht. Krass. So. Drei Spiele für 4 bzw. 7 Punkte, das kriegt man schon noch hin. Aber das war mal ein krasses Spiel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, Leute.